Hast du dich auch schon mal gefragt, ob es besser ist, bestimmte Domains zu kaufen, um für ein Keyword zu ranken oder bei AdWords Landing Pages zu bauen oder ob es besser ist, das Ganze mit deiner Firmendomain zu machen? Das will ich heute mit dir besprechen. Und zwar musst du von dem Fall ausgehen, dass du zum Beispiel eine Domain hast wie wir, dieberater.de und du könntest jetzt für eine Dienstleistung wie zum Beispiel Unternehmensberatung oder eben auch Suchmaschinenoptimierungsberatung, also SEO, willst du dann für verschiedene Städte sehr relevant werden. Also du möchtest damit ranken. Dann könntest du jetzt Schrägstrich SEO Dresden nehmen, Schrägstrich ähm, SEO Leipzig und das alles hinter deinem Firmennamen. Du könntest aber auch SEO Dresden minus Beratung kaufen und dann noch SEO Leipzig ähm, Unternehmensberatung.de oder minus äh, Berater.de, SEO Hamburg ähm, Berater.de. Ne? All solche Domains kannst du kaufen. Darum geht es jetzt. Was sind hier die Vor- und was sind die Nachteile? So, fangen wir mal an mit dem Domainwert. Das ist vielleicht ganz interessant. Der Domainwert zum Beispiel ist ja bei einer Firmendomain ziemlich wahrscheinlich schon sehr gut ausgebaut über viele verschiedene Jahre. Oder über, sagen wir mal, du hast 2015 diese Domain registriert, dann hast du jetzt schon ein paar Jahre, die die Domain da ist, Backlinks bekommen hat, Google vertraut dieser Domain und ähm, ja, dann hast du einen echten Vorteil, darum habe ich hier einen Haken gemacht. Ähm, der Domainwert bei einer neu registrierten Domain ist natürlich erstmal gleich 0, also hat man einen klaren Nachteil. So, kommen wir zum AdWords Qualitätsfaktor. Es geht mir hier nicht nur um, um SEO, sondern auch für alle, die, sage ich mal, dann ähm, bei AdWords, sage ich mal, Anzeigen kaufen auf diese Domain. AdWords merkt sich viele Sachen in deinem Konto und negative Qualität, also der Qualitätsfaktor, färbt sich irgendwann auf die Domain ab. Selbst wenn du ein neues AdWords-Konto registrierst und damit weiter Anzeigen schaltest, wird sich das sozusagen gemerkt. Wenn du also eine gute Qualität hast, dann brauchst du keine Gedanken machen. Dann hast du mit einer Firmendomain einen Vorteil, aber du könntest auch einen Nachteil haben. Das könnte ein Vorteil von dieser künstlichen, erschaffenen Domain sein. Deswegen wollte ich es unbedingt hier mit einbringen, äh, dieser Fakt, sage ich mal, wenn du auch noch ähm, über AdWords was bietest und du drei Jahre lang schon schlechte Qualitätsfaktoren hast und das dann sozusagen auf deine Firmendomain sich abgefärbt hat, dann könntest du günstigere Klickpreise erzielen, indem du künstliche Domains aufbaust. Dann Aufwand. Der Aufwand ist klar kleiner, bei Firmendomains ganz viele Landingpages anzulegen, im WordPress diese zu duplizieren und dann diese Landingpages immer relevanter für die einzelne Stadt zu machen und zu sagen, hey, wenn du an der Elbe bist äh, in Hamburg, dann komm doch gleich einfach mal bei uns vorbei. Äh, irgendwie so, ne? Also, dass man wirklich denjenigen persönlicher ansprechen kann. Ja? Und deswegen ist es halt ein, sozusagen äh, vom Aufwand her viel einfacher, als wenn man die ganze Website immer wieder kopieren muss und, oder eine anstrengende Multisite aufsetzt im WordPress und dann sozusagen ganz viele Domains verwalten muss. Das dauert so viel Zeit, da ist eigentlich der wirtschaftliche Wert sozusagen ja, der der ähm, relativiert alle anderen Vorteile, die man hier dann eigentlich eventuell hätte. Ne? Ähm, aber ne, also das ist wirklich das wichtigste so Kosten nutzen, dass man da schaut, Was sind hier äh, Vorteile, Nachteile? Hier ging es mir aber wirklich um den Aufwand, der ist ganz klar höher bei den künstlichen Domains, wenn man mehrere Websites aufbaut. Relevanz für den Besucher kannst du bei beiden Domains erschaffen. Also wenn jemand auf die Website geht und ähm, der sich die Website anschaut, dann interessiert denjenigen nicht, ob da oben dann Schrägstrich-Seo Dresden steht oder seoDresdenberatung.de Beratung. /beratung". <laughs> ne? Also das ist demjenigen egal, oder wenn einfach Seo Dresden Beratung steht. Das interessiert den in der Regel nicht, der guckt sich die Seite an und sagt, hey, das ist relevant. Da kommen wir gleich auch noch zur Transparenz und dem Vertrauen, das auch sehr wichtig ist. Also relevant bist du bei beiden. Keyword in der URL hast du auch bei beiden, denn hier hast du ja sozusagen die URL oder den Pfad, da ist äh, das Keyword drin, da ist auch äh, Dresden drin. Und ähm, ja, da ist aber letztendlich dann bei diesem Keyword hier, ist es oder bei, bei den Keyword-Domains ist es dann halt so, da hast du es dann natürlich auch drin, sogar in der Domain. Deswegen machen das auch so viele, weil sie sagen, okay, dann ist es sogar mit in dem. In, in der Domain mit drin. Aber da ist wichtig zu, zu sagen, dass das Keyword in der URL oft schon auf, ausreicht, weil Google die letzten Jahre angefangen hat, nicht mehr nur die Domain zu nehmen als Bewertungsfaktor, sondern wirklich auch einzelne Unterseiten sehr äh, unterschiedlich zu bewerten ähm, von einer einzelnen Website, wie zum Beispiel die .de. Da kann die eine Seite sehr gut ranken, die andere eben nicht mehr so gut. Also Unterseiten sind im Google Universum viel wichtiger geworden als immer so diese Keyword Domain oder das was vor dem Punkt.de steht. Genau und da geht es Google eben auch um den letzten Punkt hier Vertrauen und Transparenz. Google weiß es eben, schaut sich für jede Unterseite an, was ist auf dieser Unterseite eine Unterseite kann sehr wertvoll sein, einer Website, eine kann, die andere kann wiederum nicht so wertvoll sein. Und da geht es Google immer wieder um die Transparenz und das Vertrauen, das der Besucher bekommt zur Leistung, wenn er dann auf diese Seite drauf geht oder zu dem Thema und sagt, hey, der Anbieter, der, hat, der kann das. Und das wirst du mit deiner Firmendomain, wenn der, wenn der Besucher sofort sieht, ah, das ist ein großes Unternehmen, kannst du das viel besser erreichen, als wenn du jetzt so eine gekaufte Domain hast, wo du dann abklatscht, deine richtige Website drauf tust, einfach nur, um besser auf das Keyword zu ranken. Da wirst du dann vielleicht besser ranken, aber nicht so eine hohe Conversion Rate, also nicht so eine hohe Verkaufsrate haben. Hast dir also damit ins eigene Bein geschnitten. Es wirkt nicht so transparent, nicht so vertrauensvoll. Und wie wir wissen, sind Kundenrezensionen, Vertrauensmerkmale, äh, wie zum Beispiel auch Bewertungen, sind der Verkaufstreiber. Bedeutet, dann hast du Traffic, aber keine Verkäufe mehr und das ist halt das Witzige. Also, es geht nicht immer nur um Traffic, ganz, ganz wichtig zu sagen. Hier habe ich noch eine kleine Notiz gemacht. Äh, diese Domains hier, die, die Keyword-Domains sind übrigens auch, auch oft zu lang. Es ist so eine Daumenregel, dass man ähm, ungefähr acht Zeichen inklusive dem .de, also dem sozusagen der Endung haben sollte. In dem Fall hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier sind 12 sogar schon sehr lang und ich meine Seo-Dresden, ihr könnt es mal durchzählen, das ist natürlich mega lang. Wenn ich dir hier helfen konnte und dir Stunden von Zeit sparen konnte, weil du jetzt nicht 1000 Domains registrierst, dann gib dem Video hier gerne ein Like, ähm, gib auch meiner Facebook-Fanpage, einen gefällt mir. Schau einfach mal auf Facebook unter Malte Helmholtz, da poste ich auch regelmäßig viele Sachen. Ähm, abonnier unten unter dem Video und drück die Glocke. Damit du regelmäßig äh, über neue Videos informiert wirst. Bis dann, dein Malte.